Snapshot-Time! Seit gestern Abend ist das neue Snapshot draußen, und zwar 13W50A, was einige Veränderungen fürs Redstone mit sich bringt und ein paar andere kleine Features, die mit implementiert wurden, zu denen ich dann so nach und nach kommen werde. Das erste ist, was hier mit eingefügt wurde, aus dem Netherrack kann man jetzt Nether Bricks brennen und diese dann hier zu den Nether Bricks Blocks zusammenfügen. Das Ganze geht folgendermaßen: Man baut den Netherrack ab, packt den in seinen Ofen rein, schmeißt Kohle dazu und kann dann dementsprechend Nether Bricks draus bauen, brennen. Das Ganze wird dann hier in einem 2x2 zusammengesetzt und erhält dann Nether Bricks. Der Witzige an der ganzen Sache ist, die heißen momentan noch beide gleich. Ich denke mal, das wird noch abgeändert. Was auch noch weiter hinzugekommen ist, ist der Redstone Block. Der wird erstellt aus 9 Redstones. Daraus kann man dann einen Redstone Block machen. Ist schon bekannt aus dem Eisenblock und dem Goldblock und den anderen Blocks, die man sonst so kennt. Und wie gesagt, daraus kann man dann diesen Redstone-Block machen. Gehen wir mal kurz hier durch. Es gibt noch ein weiteres Feature, was diesen Redstone-Block angeht. Das war jetzt falsch. Da will ich hin. Wenn man da eine Lampe drauf packt, also hier die wie hieß das Ding jetzt nochmal? Redstone Lamp, also die Redstone Lampe, dann beziehungsweise Glowstone, heißt die Redstone Lamp? Tatsache. Glowstone Lamp drauf packt, dann fängt die automatisch an zu leuchten. Also das heißt, das Ding gibt auch automatisch Energie ab und man kann damit dann praktisch seine Lampen befeuern. Das nächste ist, es wurde ein neuer Block hinzugefügt, der im Nether vorhanden ist. Da ist er. Und zwar den Nether Quartz Ore nennt er sich. Den kann man mit sämtlichen Spitzhacken abbauen, die man im Inventar hat. Daraus bekommt man dann das Nether Quartz, womit man dann in Verbindung mit Cleanstone und Redstone Torches den Redstone Comparator herstellen kann, der ebenfalls mit dem 1.5 Update kommen soll, könnte. Ich weiß nicht, ist das, was jetzt hier eigentlich drin ist, definitiv dann im 1.5er Update drin oder nicht? Weiß ich im Moment noch nicht. Wie gesagt, also mit Cleanstone und drei Torches drumherum plus den Nether Quartz in der Mitte kann man den Comparator herstellen. Der hat folgende Funktion. Wenn man jetzt, machen wir mal wieder dunkel das Ganze hier, wenn man jetzt hier den in der Mitte hat, und das Ganze mit Energie befeuert, dann wird das Signal komplett durchgeleitet. Wenn man jetzt allerdings von einer Seite versucht, ein Signal reinzugeben, es kommt darauf an, wie stark das Signal ist, dazu komme ich auch noch mal gleich. Ne? Verbraucht ja doch einiges. Das ist ja auch kein Wunder, ich habe ja auch die falsche, das Falsche da drauf gepackt. Ich wollte ja eigentlich die hier da haben. Die ist nämlich ein wenig einfacher. So, je nachdem, wie stark das Signal von dieser Seite aus kommt. Hallo. Bleibst du wohl da drauf? Schmeißen wir mal alles drauf, was drauf geht. Wenn er mich denn lässt. Zack. Und zack.
Auch noch irgendwas? Ja, nehmen wir die Holzblöcke hier noch dazu. Reicht auch noch nicht aus. Dann schmeißen wir noch die Kohle mit dazu. Also ihr seht schon, die neuen Pressure Plates, die es hier gibt, haben auch noch eine gewichtige Rolle in dem Ganzen hier. Ich schmeiß hier Sachen drauf und ihr seht, es tut sich fast gar nichts. Okay, dann werden wir nochmal das Ganze anders da machen. Und zwar gehe ich hin und setze hier mal zwei Schalter hin. Das heißt, wenn ich auf der Seite praktisch den Schalter befeuere, der ist zu weit weg. Das heißt, das Signal, was von hier kommt, ist genau gleich mit dem, was von der Seite aus kommt. Wenn ich aber den Schalter jetzt einschmeiße, das Signal ist stärker, da es näher dran ist. Somit geht die Lampe praktisch aus. Damit kann man schöne Schaltungen herstellen. Ich bin mal gespannt, was da so alles auf uns zukommen wird in der Richtung. Und da lasse ich mich einfach mal von unseren Redstone-Experten hier überraschen. So, kommen wir zu den Pressure Plates, die wir ja eben schon gesehen haben. Zwei Stück davon, also die neuen auf jeden Fall. Die ganz normale Wooden Pressure Plate ist bekannt. Wenn man drauf stiefelt oder ein Item draufschmeißt, geht die an. Bei der Stone Pressure Plate ist es so, dass die ja nur den Spielecharakter akzeptiert. Dann haben wir noch die Gold Pressure Plate und die Iron Pressure Plate. Die werden ebenfalls genauso hergestellt wie die normalen Pressure Plates, halt mit zwei Gold Ingots. Damit kriegt man dann die Pressure Plate raus. Bei der Iron ist es genauso. Die ist allerdings unterschiedlich zu der goldenen. Die goldene ist Leichtgewicht und die Iron ist praktisch Schwergewicht. Soll heißen, wenn wir jetzt versuchen dort Gewicht drauf zu packen, dass die Redstone-Lampe da hinten angeht, dann brauchen wir 13 Kisten, um jetzt praktisch diese Golden Pressure Plate zu aktivieren. Wenn wir jetzt versuchen, die Iron Pressure Plate anzuschmeißen, dann brauchen wir, wie ihr schon seht hier, 3 Stacks A64 und das ist schon eine ganze Menge. Damit kann man einige kleine schöne Sachen herstellen. Und ja, wie gesagt, also ich bin da mal gespannt, was unsere Redstone-Experten hier im Minecraft-Universum so daraus machen werden aus diesen Geschichten. Und kommen wir schon mal zum nächsten. Das ist das Solarpanel. Soweit wie ich mitbekommen habe, gibt es sehr viele, die danach gefragt haben. Und der ein oder andere Mod hatte es ja auch zur Verfügung gestellt gehabt. Dieses Solarpanel ist abhängig von der Lichtintensität der Sonne. Das heißt, je nachdem, wo die Sonne steht, ist praktisch das Signal stärker bzw. schwächer. Ihr seht ja jetzt hier, die Sonne ist gerade erst am Aufgehen. Und dementsprechend baut sich die Stärke erst einmal auf. Ich habe hier vorne jetzt nur die das Redstone 15 Blöcke weit gelegt, damit ihr seht, wie weit das Signal geht, je mehr die Sonne hochkommt. Wenn ich jetzt hingehen würde und würde das Ganze hier auf Mittagszeit stellen, dann seht ihr, ist das Signal randvoll. Die Redstones hier hinten sind praktisch genauso befeuert mit Energie durch den Lichtsensor. Das gleiche ist bei denen hier auf dem Boden auch. Das heißt, wenn ich es jetzt dunkel mache, das ist genau das Gegenteilige,
Dann kann ich hier praktisch mir in der Nacht Licht machen. Das heißt, automatisch, sobald es dunkel wird, kann man sein Häuschen damit anleuchten, ausleuchten. Und wenn es Tag ist, schalten sich die Lampen dann ab. Das Ganze ist, wie gesagt, ziemlich einfach gemacht. Ich klopfe hier gerade mal einen so eine Stelle auf. Hier ist so ein Sensor drunter. Dann hier den Inverter dran. Und das Ganze dann hier mit Repeatern gekoppelt, um praktisch das Signal umzukehren, wenn man es tagsüber aushaben möchte und nachts an. Andernfalls, wenn man es tagsüber anhaben möchte, geht man hin und nimmt das gerade so, wie ich es hier auf der anderen Seite aufgebaut hatte. Einfach dran mit Repeatern und Redstone und dann leuchtet das Ganze tagsüber. Das nächste, was man implementiert hat, ist der sogenannte Hopper, beziehungsweise das ist eine Einlassschütte. Die kann man hier mit einer Chest zusammen verwenden. Das heißt, ich kann hingehen, ich brauche nicht unbedingt jetzt das Zeug hier so reinzupacken, sondern ich kann das ganz gemütlich in den Hopper reinschmeißen und ihr seht schon, er zählt automatisch runter und sortiert mir das praktisch hier in die Chest, in die Truhe rein. Das gleiche funktioniert auch, wenn ich die aneinanderreihe. Dann kann ich hier zum Beispiel an der Stelle meine Sticks reinschmeißen und an der Stelle kann ich zum Beispiel hingehen, kann meine Cleanstones reinschmeißen. Und ihr seht, die Sticks, die ich da reingeschmissen habe, wandern von da aus dadurch bis da rein. Und sobald die durchgelaufen sind, fängt er an und packt mir das Cleanstone rein, das jetzt hier gerade abläuft. Und er sortiert mir das Ganze automatisch gerade in meine Kiste hier rein. Das gleiche könnte man zum Beispiel so machen, dass man das Ganze hier hinter einer Wand oder so versteckt und seine Kiste da davor hat. Indem man hingeht und hier seine Sachen reinschmeißt, das geht nämlich auch. Und dann geht das dort durch und landet automatisch in unserer Kiste. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Stockwerk höher wären oder so und ich bin in meinem Arbeitsraum und will aber unten in meiner Kiste meinen Kram drinne haben, dann schmeiße ich das einfach da rein und habe es dann unten in meiner Kiste drinne. Wie ihr das Ganze aufsetzt, ist im Grunde genommen eigentlich einfach. Ich brauche jetzt erstmal eine normale Kiste, aber ich glaube mit einer anderen Kiste, mit der Trapdoor Chest geht das auch. Zu der komme ich gleich noch, die habe ich nämlich eben gerade aus Versehen übersprungen, aber das macht ja nichts. Ich habe ja gesagt, es gibt noch ein paar schöne Sachen, die es hier noch zu entdecken gibt. Das hier ist im Moment das Symbol für den Hopper, weil das Ganze ist noch in Bearbeitung. Und ja, wenn wir jetzt hier auf die Kiste draufklicken mit einem Rechtsklick, dann öffnen wir die automatisch. Um jetzt einen Hopper oben drauf zu setzen, Shift-Klick, das heißt die Umschalttaste festhalten und mit Rechtsklick drauf und schon haben wir den oben drüber platziert. Wenn wir jetzt den einen weiteren Hopper hier anbringen wollen, dann einfach mit Umschalttaste Rechtsklick drauf und ihr seht da in der Richtung, wo dieser Auslass ist, in die Richtung läuft das Ganze ab. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Kohle reinschmeiße, dann läuft die hier durch, wie ihr seht, kommt hier hinten an und geht dann automatisch in meine Chest rein. Und jetzt gehen wir mal noch einen kleinen Schritt zurück. So, geradewegs hier durch diese Tür, haben unseren Spaß. Hier sehen wir wieder die ganzen den Redstone-Block mit der Lampe oben drauf. Und die ganz normale Chest kennt ihr ja, die wird ja aus 8 Wooden Planks hergestellt. Dann haben wir eine ganz normale Kiste. Diese mit einem Tripwire-Hook zusammen in der Rezeptform
in der Workbench aufgebaut, kriegen wir eine sogenannte Trap Chest. Diese Trap Chest sendet automatisch, sobald sie geöffnet wird, ich hoffe, ich kriege das jetzt hier schön ins Bild, während ich die aufmache. Ihr seht, die Redstone Lamp hier hinten ist aus. Wenn ich jetzt die Chest öffne, dann geht automatisch hier hinten das Redstone Lamp an. Damit könnte man zum Beispiel in Adventure Labs oder so zum Beispiel hingehen und wenn sich die Leute an der Kiste präpariert haben oder so und dann fertig sind, dass man das damit zum Beispiel Türen öffnen könnte und so weiter. Oder andere kleine schöne Sachen wie zum Beispiel den Command-Block damit aktivieren, ja, dass man Zombies spawnen lässt oder wie auch immer. Aber wie gesagt, da lasse ich mich mal von unseren Redstone-Experten überraschen, die hier mit Sicherheit das ein oder andere Schöne auf die Beine stellen werden damit. Und jetzt komme ich zum letzten, was dieses was den Snapshot angeht, und zwar sind kleinere Sachen hinzugekommen, die die Sortierung hier angeht. Und zwar, wir hatten es ja früher so, dass wenn wir mit Umschalttaste Linksklick konnten wir das automatisch hier in unsere Truhe reinpacken. Wenn wir jetzt das Ganze, ich nehme mal eine andere Kiste, ich setze die mal hier drüben hin. Das war es nicht. Dich wollte ich haben. Genau. Wenn wir jetzt Lust haben, das Ganze schön aufzusortieren, dann haben wir jetzt die Möglichkeit dazu. Und zwar, indem wir hingehen und praktisch unseren Item hier in die Hand nehmen und dann mit einem Klick festhalten und dann über das über diese Chest komplett hinwegstreuen. Und somit können wir praktisch hingehen und müssen nicht hier so machen oder mit Shift-Klick das Ganze in unserem Inventar unten haben, sondern wir können, wie gesagt, aufnehmen, Linksklick festhalten und dann einmal quer durchziehen und schon haben wir das Ganze schön aufgereiht. Wenn wir das Ganze jetzt wieder in einem Stack haben wollen, dann einmal Doppelklick mit der Linkstaste drauf und dann haben wir das Ganze wieder in einem Stack. Und ich hatte auch eben gerade noch gelesen gehabt, dass es wohl auch möglich sei, da muss ich gerade mal verschiedene Sachen hier in die Chest reinpacken, wenn wir jetzt mit der Umschalttaste und Doppel-Linksklick, genau, das ganze Redstone kriegen wir damit schwuppdiwupp in unser Inventar rein. Das heißt, wenn wir hier irgendwo mittendrin 4-5 Stacks Kohle haben und wir wollen die automatisch im Inventar drin haben, dann einmal Umschalttaste, Doppel-Linksklick und schon haben wir das automatisch alles in unserem Inventar drin. Ich kann das hier auch gerade nochmal zeigen. Ich packe das ganze Zeug hier jetzt mal rein. So, zack, 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 zack. Das auch noch, du auch, du auch, du auch. So. Und jetzt habe ich hier das Redstone und da das Redstone. Jetzt halte ich die Shift-Taste fest, Doppel-Linksklick und schon habe ich das hier unten drin. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt die eine oder andere Information gebrauchen können, was das Snapshot angeht. Wenn es euch gefallen hat, dann ein Like und ein Abo, wenn ihr mögt, und ein Kommentar unten in die Kommentarleiste rein. Und ja, dann viel Spaß noch mit dem Snapshot und schaut euch meine erste Staffel von Terra Firmacraft an, die ich gestern Abend angefangen habe hochzuladen, und gebt mir da auch noch das ein oder andere Kommentar. Bis dahin, ciao ciao, euer Schotte.